So, jetzt haben wir genug Zeit mit der Technik vertrödelt, jetzt geht's auch gleich los. Vorweg vielleicht ein paar Worte, was die C3S überhaupt ist oder sein will, aber nicht allzu viel, weil das haben wir im letzten Jahr gemacht. Ich habe letztens eine Freundin nach langer Zeit wieder getroffen, die war auf dem Weg zu einer Party und wir kamen so ins Gespräch, ja, was machst du denn gerade so? Und ich fing an zu erzählen und meinte, ja, ach, und übrigens, wir gründen gerade eine Verwertungsgesellschaft. Und ihre Reaktion darauf war dann, aha, hat das was mit Müll zu tun? Kann man geteilter Meinung sein? Wir meinen natürlich nicht. C3S ist die Abkürzung für Cultural Commons Collecting Society und wir möchten eben eine neue Verwertungsgesellschaft für Musik gründen als Alternative zur GEMA. Da geht es um Urheberrechte an Musikwerken, also nicht um die Leistungsschutzrechte. Wir haben uns für eine europäische Genossenschaft als Rechtsform entschieden und möchten ganz wichtig sowohl das klassische Copyright als auch eben Creative Commons Lizenzen voll unterstützen in diesem Projekt und eben setzen da auf moderne Technik, vielleicht ein bisschen professioneller als eben gerade, um das Ganze dann auch viel genauer und einfacher abzurechnen. Für wen das jetzt ein bisschen zu knapp zusammengefasst war, da empfehlen wir den Talk vom letzten Jahr, den es als Video gibt. Der ist eine ganze Stunde lang, da erklären wir halt auch das Ganze, warum wir das machen und was wir uns da genau vorgestellt haben. Der Vortrag hieß Der Mord fällt aus. Heute geht es halt hauptsächlich darum, was in diesem Jahr 2013 alles so passiert ist in diesem Projekt, also welche Fortschritte wir gemacht haben. Wir beginnen mal im schönen Nordrhein-Westfalen. Das Jahr begann mit einer Anhörung im Landtag zu Verwertungsgesellschaften, wo ich zu Gast war, im Ausschuss für Kultur und Medien. Und dort hat unter anderem ein GEMA-Vertreter dann zusammengefasst, dass sich die Mehrheit der GEMA-Mitglieder die C3S wünscht, was wir natürlich besonders großartig fanden. Da wurde auch viel über Datenbanken und sowas geredet. Im Anschluss an dieses Treffen gab es dann ein bisschen später ein Meeting mit den Leuten von Creative NRW. Das gehört halt auch zum Land NRW, das ist so ein Startup-Förderer und so weiter. Und die haben uns nach diesem Treffen, wo auch jemand vom Wirtschaftsministerium anwesend war, dann einen Hinweis gegeben auf ein Förderprogramm, wo wir uns bewerben können. Und da war der Einsendeschluss dann 3-4 Tage später. Und wer schon mal einen Förderantrag gestellt hat für EU-Mittel, kann sich vorstellen, dass man innerhalb von 3 Tagen sowas nur sehr schwer hinkriegt. Aber wir haben dank Verzicht auf Schlaf und 5 Leute, die pausenlos dran gearbeitet haben, tatsächlich geschafft, innerhalb dieser kurzen Frist einen Antrag abzuliefern. Und sind dann tatsächlich auch am 12.07. eingeladen worden zu einem sogenannten Elevator-Pitch, wo wir dann der Jury, die entscheidet aus den Projekten, die vorgefiltert wurden, welche Projekte denn jetzt gefördert werden sollen. Der Vortrag durfte 4 Minuten lang sein und da haben wir dann versucht zu erklären, was wir vorhaben. Das war natürlich auch sehr sportlich, hat aber offensichtlich funktioniert, denn bereits um 16 Uhr kam ein Telefonanruf und wir haben erfahren, dass wir halt vom Land NRW gefördert werden mit bis zu 200.000 Euro. Und dann übergebe ich mal schon an Danny, denn es geht zu unserer Gründung als europäische Genossenschaft. Ja, wir haben dann tatsächlich Leute gefunden, die bereit sind, mit uns dieses Ding durchzuziehen. Und da zeigen wir euch mal kurz diesen Haufen. Das sind die betreffenden Personen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das da abgelaufen ist. Genau. Wir haben einen kurzen Film vorbereitet. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Endlich ist es soweit, endlich ist es soweit. Jetzt haben wir die Gondel auf die Achterbahn gesetzt und wir müssen jetzt Gemeinsamkeit zeigen. Im Rahmen des Reeperbahn-Festivals wurde am 25. September 2013 in Hamburg die Cultural Commons Collecting Society gegründet. 50 Musiker und Unterstützer aus dem deutschsprachigen Raum reisten in die Hansestadt, um die Satzung zu unterzeichnen und den 11-köpfigen Verwaltungsrat zu wählen. Die C3S wird nun als europäische Genossenschaft operieren. Dann können auch die ganzen Crowdfunder mitgegeben werden. Dann kommt ja nochmal eine Menge an Genossenschaftskapital zustande, sodass also angefangen werden kann zu arbeiten. Nach jahrelanger ehrenamtlicher Grundlagenarbeit ist die C3S, die sich als zukunftsorientierte und faire GEMA-Alternative versteht, nun endlich in Position, um mit der technischen Entwicklung zu beginnen. Wir sind also wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet, aber wir sind auch nicht ganz arm. Wir können also jetzt tatsächlich auch Leute für ihre Arbeit bezahlen.
Mittels Crowdfunding konnten über 100.000 Euro generiert werden. Weiteres Kapital steht aus Fördermitteln und Spenden in Aussicht. Tausende haben sich der C3S bereits angeschlossen und unterstützen das Vorhaben. Egal ob Künstler oder Konsument, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich bin Musiker, Autor und ein Fan von Lizenzformen, bei denen der Musiker die Kontrolle über sein Werk vollständig behält. Ich engagiere mich für freie Software und bin heute Mitgründer der C3S, weil ich mir eine Alternative zur GEMA wünsche. Wir wollen eben eine neue Verwertungsgesellschaft, die auch freie Lizenzen unterstützt. Es war eine helle Freude zu sehen, wie diszipliniert und engagiert die Gründer und Gründerinnen hier mit uns gemeinsam dieses bewerkstelligt haben. Jetzt geht die Arbeit jetzt richtig los. Na, viel Spaß noch und so, und ihr werdet von uns hören. Ja, hier gibt es eine Liste der Gründungsmitglieder. Das sind 50. Oder waren es 51? Ich weiß es nicht mehr genau. 50 sind es, genau. Dann wurde, also diese Gründungsveranstaltung lief sehr rapide ab. Dank der großartigen Leitung von Meinert Starossig war das Ding nach 20 Minuten gegründet. Wir haben dann einen 11-köpfigen Verwaltungsrat gewählt. Das sind hier die Namen in Blau. Und zwei geschäftsführende Direktoren, nämlich den Mike und den Wolfgang. Ja, und dann haben wir uns auch sofort frisch ans Werk gemacht und hier gibt es ein paar Datenspuren des Kernteams für 2013. Also wir hatten seit dem 25. September 13 Sitzungen des Verwaltungsrats in Telcos, die immer mindestens 3 Stunden gelaufen sind, manchmal auch 4,5. Wir haben 123 interne Etherpads vollgetippt, 7.767 Mails auf Core verarbeitet, das war am 28.12. der Stand. Und was auch sehr erfreulich ist, es gibt ja eine neue EU-Direktive, die politisch so gut also durch ist, aber noch nicht rechtlich verabschiedet. Und da stellten wir fest, dass wir alle Anforderungen dieser Direktive schon erfüllen. Das heißt also, man wünscht sich eine Verwertungsgesellschaft wie die unsere. Bei der C3S gibt es 2 Formen der Mitgliedschaft. Das sind einmal die nutzenden Mitglieder, das können natürliche Personen sein, keine Verlage, sondern nur Urheberinnen und Urheber. Und eben auch keine Erben von Urheberrechten, weil wir halt Wert darauf legen, dass nur wirklich aktive Komponisten und Textdichter bestimmen, wo es lang geht sozusagen in dieser Verwertungsgesellschaft. Dann gibt es aber auch noch die 2. Mitgliedschaftsform der investierenden Mitglieder. Das können natürliche oder juristische Personen sein, auch Personengesellschaften. Und das sind halt auch eben nicht nutzende Mitglieder, also quasi jeder kann da mitmachen. Und es gibt auch eine Option für Verlage und Erben, wenn die dann wirklich der Meinung sind, dass das das Richtige ist für sie, dann heißen wir sie auch herzlich willkommen. Volles Stimmrecht haben aber nur die nutzenden Mitglieder. Die investierenden Mitglieder haben eine beratende Funktion ohne Stimmrecht. Und es wird auch in der Genossenschaft später einen Beirat geben, der aus Nichtmitgliedern auch besteht, mit denen wir uns dann kommunikativ auseinandersetzen. So, wir haben natürlich auch ein Manifest geschrieben und bei der Gelegenheit kann man gleich mal auf unsere wunderbare neue Webseite hinweisen, die vor ein paar Tagen gelauncht wurde. Hier nochmal vielen Dank an das Team, das sich auf den letzten Drücker nochmal darum gekümmert hat. Es ist super geworden. So. Wir mussten ja eine Menge Geld auftreiben, um dieses Projekt zu starten, weil ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass es mit sehr viel Kosten verbunden ist und haben dann uns überlegt, das Beste dafür wäre wohl ein Crowdfunding zu veranstalten. Das haben wir dann gemacht auf der Plattform Startnext. Das Crowdfunding lief vom 15.07. bis zum 30.09. und wir haben in dieser Zeit knapp 120.000 Euro eingesammelt, dank der Unterstützung von 1.827 Fans und 1.786 Supportern. Dafür nochmal herzlichen Dank. Wir werden euer Geld gut anlegen. An dieser Stelle möchte ich nochmal an alle Mitgründer und Supporter und Unterstützer darauf hinweisen, dass wir immer noch auf den Registereintrag warten. Die haben da ein bisschen Probleme mit dieser neuen Form der Verwertungsgesellschaft oder beziehungsweise der Genossenschaft. Die haben anscheinend irgendwelche Bedenken. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir werden denen nochmal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen.
Wir werden uns also, sobald wir diesen Eintrag bekommen haben, bei euch allen nochmal melden. Ihr werdet dann eine Mail bekommen und so. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir uns jetzt die ganze Zeit nicht gemeldet haben. So, dann war aber klar, wir haben diese Fördergelder von NRW zugesagt bekommen, die bis zu einer Höhe von 200.000 gehen. Und da wir aber nur 120.000 zusammen hatten, haben wir uns überlegt, wir sollten nochmal ein Crowdfunding machen. Haben das dann aber auf unserer eigenen Plattform gemacht, damit eben nicht wieder so viele Kosten entstehen, die dann quasi dafür draufgehen, dass wir andere Leute dafür bezahlen müssen, dass wir da unser Crowdfunding machen. Wir haben das Ganze Flashfunding genannt, weil es nur vom 25. November bis zum 9. Dezember lief. Wir haben es nicht Speedfunding genannt, weil das tatsächlich eine eingetragene Marke ist. Ja, ihr seht hier den Screenshot, wie das dann lief. Man konnte spenden, man konnte shoppen oder man konnte auch direkt Mitglied werden. Man kann auch bei uns hier am Assembly-Stand am Noisy Square auch Mitglied werden, direkt, falls jemand von euch Lust hat. Nee. So, und sonst, Mike? Ja, und sonst. Ich möchte noch mal kurz zu den NRW-Fördermitteln sagen, die 200.000 Euro, die kriegen wir nicht einfach so, sondern wir kriegen das gematcht, was wir haben an Eigenmitteln. Ne? Und deswegen haben wir diese Crowdfunding-Aktionen gestartet, um halt möglichst nah an diese 200.000 Euro zu kriegen. Jetzt im Augenblick sind noch so knapp 30.000 Euro offen. Also wenn wir die noch voll machen, dann kriegen wir die auch verdoppelt aus NRW. Deswegen schon mal an dieser Stelle der Appell, unterstützt uns dabei, dass bis zum Jahresende, da ist nämlich dann die Frist irgendwie noch hinzukriegen, indem ihr alle Mitglied werdet. Um mal zu euch so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was wir dieses Jahr alles so an Veranstaltungen gemacht haben, hier nochmal der Rückblick auf den Vortrag vom letzten Jahr. Das war die Folie, um euch zu zeigen, wo wir im letzten Jahr, also 2012, dann überall gewesen sind. Und für 2013 sah das dann so aus. Und so. Und so. Und so. Besonders interessant war für uns der Termin in London. Wir sind von der Featured Artist Coalition zu einem Board Meeting eingeladen worden, wo halt Leute wie Radiohead und Travis und Pink Floyd im Board sitzen oder Marillion. Und die waren sehr interessiert an dem Projekt, was wir hier wuppen. Also das waren die Veranstaltungen, auf denen wir unterwegs gewesen sind. Es gab auch eine ganze Menge Presse natürlich mal wieder, jede Menge Rundfunk, sehr viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Anekdote am Rande, wenn der Öffentlich-Rechtliche irgendwo von weiter weg ein Interview machen will, dann mieten die normalerweise, wenn das Interview mit mir ist, in Düsseldorf ein Studio. Und dann so nach dem dritten, vierten Interview hat dann der Pförtner vom WDR immer schon gesagt, ja, Sie wissen ja schon, wo das ist. Und das witzigste Interview war allerdings das mit dem Hochschulradio in Aachen, das war irgendwie früh morgens. Es lief so die Anmoderation, ich wurde dann gefragt, ja, was macht ihr denn, erklärt doch mal, was ihr so tut. Und ich wollte gerade anfangen, war im ersten Satz, da macht es Ding-Dong und mir fiel ein, oh, ich erwarte ja auch noch ein Paket. Und dann musste ich halt mit dem Telefon, während ich gerade erklärte, was die C3S ist, zur Tür und habe die Tür aufgemacht, dem Postboten gesagt, dass ich jetzt gerade nicht reden kann, habe die Unterschrift mit einer Hand geleistet und mit dem Fuß die Tür wieder zugeschoben. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Interview nicht ganz so souverän gestartet hat, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Es war auf jeden Fall eine sehr witzige Aktion. Print gab es auch eine ganze Menge, zum Beispiel im Linux-Magazin. Ups, da kann man ja alles lesen. Das ist ja jetzt ein bisschen komplizierter geworden, seit wir ein neues Leistungsschutzrecht haben. Deswegen haben wir alles mal vorsichtshalber geblurrt. Die CT hat berichtet, wir waren auf der Titelseite der Taz. Drin gab es auch einen größeren Bericht. Die Taz Hamburg hat dann direkt nochmal zu unserer Gründung berichtet. In der Süddeutschen. Langsam kommen auch die Zeitschriften, die tatsächlich was mit Musik zu tun haben, auf uns zu. In der Kies gab es eine ganze Doppelseite, ebenso im Zillow-Magazin und im Visions. Und auch die GEMA hat wieder über uns berichtet in ihrer Mitgliederzeitschrift Virtuos. Und dazu komme ich gleich nochmal. Ganz besonders interessant fand ich, dass auf der Rückseite dieses Artikels ein anderer Bericht zu einer GEMA-Veranstaltung war. Und da ist unter anderem der GEMA-Aufsichtsrat zitiert damit, dass die GEMA wichtig sei, um sich dem Druck der Netzgemeinde zu widersetzen. Wo man vielleicht nochmal sieht, dass auch heute da so gewisse Hürden noch bestehen, die wir vielleicht mal überbrücken sollten. Wir haben dann tatsächlich in diesem Jahr für eine Kursänderung innerhalb der GEMA sorgen können, so ein bisschen, also so interpretieren wir das jedenfalls. In diesem Artikel, der dort in der Virtuos zu lesen war, der ist auch nochmal woanders erschienen und dann wurde er auch noch zu einer C3S-FAQ-Seite erklärt auf der GEMA-Homepage.
Dort kündigt die GEMA inzwischen selbst an, dass sie jetzt doch Creative Commons Lizenzen unterstützen will und dass es dort demnächst ein Pilotprojekt geben soll. Das ist alles noch relativ vage, aber das verzeichnen wir schon mal als einen ganz großen Erfolg überhaupt von der Tatsache, dass wir auf den Plan getreten sind, obwohl wir noch gar nicht gegründet sind. Sieht es so aus, als ob demnächst auch GEMA-Mitglieder in den Genuss von Creative Commons Lizenzen kommen werden. Die GEMA hat sich dann auch gleich zu uns geäußert und sagt vor allen Dingen, dass sie uns nicht als echte Alternative zur GEMA sieht, weil bei uns alles noch so vage ist und wir da noch nicht so richtig konkrete Sachen sagen konnten, wie wir das jetzt alles umsetzen wollen. Wir haben das zum Anlass genommen, eine Pressemitteilung dann zu veröffentlichen, um zu erklären, dass wir die GEMA nicht als echte Alternative zur C3S sehen. Und dass wir im Gegenzug halt dann gerne mal das stimmige CC-Konzept von der GEMA sehen wollen. Und wir sind besonders gespannt, ob es die GEMA schaffen wird, alle 6 Creative Commons Lizenzen zu unterstützen, was wir uns ja auf die Fahnen geschrieben haben. Wir vermuten, wenn die GEMA das macht, wird es nur Non-Commercial Lizenzen geben und das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei unserer Ansicht nach. Die GEMA hat dann angefangen zu twittern, dass sie ja eigentlich CC-Lizenzen schon ganz lange im Programm hat, was uns total überrascht hat und wir haben dann natürlich sofort nachgefragt, wie kommt das denn, wo kann man das einsehen, wann ist das gemacht worden, und ungefähr eine Dreiviertelstunde später musste sie dann leider schon revidieren, dass es da noch technische Schwierigkeiten gibt. Worauf dann jemand nachfragte, dass das mit den technischen Schwierigkeiten ja irgendwie ein bisschen lame ist und dann die GEMA gesagt hat, dass technische Schwierigkeiten hier als juristischer Begriff zu verstehen sei. Und wir freuen uns halt mal drauf, was da kommt. Also wir gehen davon aus, dass dieses Pilotprojekt wirklich kommt und wir wünschen der GEMA auch viel Erfolg damit. Es gibt tatsächlich auch inzwischen schon Bedarf in der Wissenschaft, sich mit uns zu beschäftigen. Das nur mal ganz kurz ein Überblick. Es gab eine Diplomarbeit, ein Paper, das auch Open Access ist, und eine Dissertation beschäftigt sich mit dem Thema in Salzburg. Und an der HMTM Hannover hat sich ein ganzes Seminar ein Semester lang mit der C3S beschäftigt und heute ist ein Workshop gewesen, wo die ihre Abschlussergebnisse vorgestellt haben. Und da ist auch wirklich viel bei rumgekommen, womit wir wirklich was anfangen können. Also das ist echt großartig, in welchen Stellen das plötzlich alles ankommt. Auch was zur Technik. Wir haben im letzten Vortrag uns ein paar Admin-Leute gewünscht, die uns ein bisschen unterstützen. Das haben wir nicht nur geschafft, sondern quasi overfitted, indem sich auch noch andere Leute darum gekümmert haben, uns ein Tiki aufzusetzen, was die Mailingliste mit einem Forum synchronisiert und jetzt ganz frisch auch noch einen Request-Tracker. Also vielen Dank für alle, die uns da auch technisch unter die Arme greifen. Und da ist auch jede Hilfe weiterhin sehr willkommen. Intern, nur um mal so ein bisschen Einblick zu geben, was wir so benutzen, wird die gesamte Kommunikation schon seit sehr viel längerem als den Snowden-Papieren komplett PGP verschlüsselt. Es gibt also von allen Leuten, die im Verwaltungsrat sitzen, öffentliche Keys. Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr das komplett verschlüsselt machen. Wir haben die Dropbox durch SparkleShare ersetzt, beziehungsweise sind da gerade in der Migration. Und es ist inzwischen auch schon tatsächlich Software abgefallen, die andere Leute benutzen können. Wir wollen ja die Dinge, die wir bauen, auch als freie Software herstellen. Und der Alexander Blum aus unserem Hacking-Team hat für das Chili-Project, was wir für das interne Ticketing benutzen, ein PGP-Modul geschrieben. Also dass die E-Mails, die rausgehen, jemand hat irgendwas geändert, halt verschlüsselt rausgehen können, was dann halt wieder zurückfließt an das Chili-Projekt, um die Arbeit halt intern auch verschlüsselt machen zu können. Wir setzen Pyramid ein für die ganzen Formulare, also wenn ihr Mitglied werdet oder so, dann läuft das über Pyramid, das hat der Christoph programmiert, der hier vorne sitzt. Und ich habe ein R-Paket geschrieben, womit wir halt modellieren können, wie so Mitgliederstrukturen aussehen können und was das finanziell heißen könnte. Also im Prinzip alles schon mal sehr viel gute, freie Software, die uns echt bei der Arbeit hilft. Applaus
So noch ganz kurz, was wir nächstes Jahr, was uns nächstes Jahr bevorsteht. Also ganz wichtig ist ja schon genannt worden, der Registereintrag. Das muss halt möglichst schnell passieren, weil wir nur dann die ganzen Menschen, die Anteile gezeichnet haben, an der Genossenschaft tatsächlich auch als Mitglieder aufnehmen können. Unsere erste Generalversammlung steht an, dass die Mitglieder halt dann auch endlich mal entscheiden können. Unter anderem über Tarife und Verteilungspläne, die dann ausdiskutiert werden müssen. Die Entwicklungsarbeiten werden nächstes Jahr beginnen, unter anderem mit dem Geld, was wir von NRW bekommen, dass halt tatsächlich die technische Infrastruktur aufgebaut werden kann. Wir werden eine Geschäftsstelle in Düsseldorf beziehen, weil Homeoffice einfach nicht mehr reicht. Wir kriegen halt ein richtig echtes Büro. Und wir hoffen natürlich, dass wir viele neue Mitglieder gewinnen können, um das ganze Unternehmen halt auf eine sehr viel breitere Basis zu stellen. Und der lange Ausblick ist dann, dass wir in 2015 den Antrag beim DPMA stellen wollen, wenn wir mit den Entwicklungsarbeiten halt so gut vorankommen, wie wir uns das vorstellen, und dann halt langsam gestaffelt die Tätigkeit aufnehmen, tatsächlich als Verwertungsgesellschaft. Zu dem Büro noch, das sieht inzwischen ein bisschen besser aus als hier. Wir ziehen in einen alten Bahnhof, in das Dachgeschoss, und der Aufruf an alle, die irgendwo in der Nähe von Düsseldorf wohnen oder leben oder dort Möbel stehen haben zufällig, wir können Büromöbel gebrauchen. Bitte spendet uns Möbel. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Dieses Foto habe ich am Tag nach unserer Gründung hier in Hamburg gemacht. Die Hamburger S-Bahn braucht, glaube ich, ein Update. Die Firmware läuft seit 1996. Was wir gelernt haben aus dem, was wir hier machen und vor allen Dingen, wie gut das ankommt, ihr solltet mehr Genossenschaften gründen. Ihr solltet euch zusammentun und Dinge tun, besonders an den Stellen, wo ihr euch immer aufregt. Wir hätten zum Beispiel gerne eine eigene Bank, damit das ein bisschen besser läuft. Und gerade hier sollte es doch eigentlich möglich sein, dass sich ein paar Leute zusammentun, um endlich mal einen eigenen Mobilfunkanbieter und einen eigenen Internetprovider und sowas auf die Reihe zu stellen, damit man halt einfach autonomer arbeiten kann. Ein Appell an alle, auch die, die irgendwie zu Hause zusehen. Wir finden, niemand sollte sich noch irgendwie rausreden, dass er keinen PGP-Schlüssel hat. Und das gilt insbesondere für Leute, die irgendwie in der Presse arbeiten. Ich fand es ziemlich deprimierend, dass ich immer wieder in Interviews, wo es zum Teil auch sogar um irgendwelche Verschlüsselungssachen ging, den Journalisten immer wieder angeboten habe, hier, ich zeige euch, wie das geht, fragt mich einfach, und es gab nie eine Reaktion. Das geht nicht mehr. Ja, ne? Also auch, auch möglichst alle belanglosen E-Mails einfach verschlüsseln. Ich meine, die NSA baut sich da ja gerade ihr Riesenrechenzentrum in Utah. Lass uns doch einfach dafür sorgen, dass sie noch ein, zwei, drei davon brauchen. Ja, und besucht uns bitte in unserer Assembly, besonders wenn jetzt gleich nicht mehr viel Platz für Diskussionen ist. Wir sind halt auf jeden Fall heute und morgen noch da. Und werdet Mitglied. Am besten alle, die jetzt hier sind und noch nicht Mitglied sind, kommt vorbei. Ihr könnt direkt hier das Online-Formular ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, und das wär's. Achso, und wenn ihr hier im Kongress seid, könnt ihr 30c3.c3s.cc aufrufen. Und der Ausdruck kommt dann bei uns raus. Und tausend Dank nochmal. Gibt es Fragen? Also, eine Frage, der Antrag an das DPMA, das Deutsche Patent- und Markenamt, was betrifft das? Wollt ihr eine Marke anmelden? Wollt ihr das zum Patent anmelden? Könnt ihr kurz darauf eingehen? Ja, also das DPMA hat die staatliche Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften, und ohne eine Lizenz von denen können wir als Verwertungsgesellschaft nicht arbeiten. Das ist der Grund, warum wir dort die Lizenz beantragen. Und die Voraussetzungen sind, dass wir die komplette technische Infrastruktur haben und ein wirtschaftlich relevantes Repertoire, was sie uns natürlich nicht näher erläutern konnten, was das genau bedeutet, aber wir haben dann gesagt, also wir sollten schon so 3000 Mitglieder haben, bevor wir da den Antrag auf die Lizenz stellen. Also das ist auch der Grund, warum, das ist in diesem Jahr so das große Thema, Infrastruktur, Hardcoden und dann Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder. Wir haben noch eine Frage von den Signal Angel aus dem Internet.
bestimmt schon mehrfach gestellt, aber lässt sich jetzt mit der C3S auch endlich diese verdammte GEMA-Vermutung loswerden? Ja. Also ja, eigentlich. Ja, also die GEMA-Vermutung ist eine... Meinert, möchtest du das schnell ausführen? Dann komm doch mal eben rüber. Meinert Starostik. Ja, also diese sogenannte GEMA-Vermutung ist gar nichts, was im Gesetz geregelt ist, sondern das ist nur eine tatsächliche Vermutung, die der Bundesgerichtshof in 4 Urteilen bestätigt hat. Und diese Vermutung lautet in Juristenchinesisch, dass die GEMA ein weltweites Repertoire an Tanz- und Unterhaltungsmusik vertritt. Diese tatsächliche Vermutung ist in dem Moment widerlegt, in dem eine andere Verwertungsgesellschaft da ist, die ein relevantes Repertoire hat. Und dann wird die Konsequenz daraus sein, dass die GEMA nicht jedes Mal, wenn Musik gespielt wird, sagen kann, ihr habt unsere Musik gespielt, sondern es muss anhand der Playlists nachgewiesen werden, was zu welchem Repertoire gehört. Das ist die Konsequenz daraus. Wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Eine ist da und für die andere nochmal zum Mikrofon gehen, bitte. Ja, meine Frage ist, Musiker, die im Moment bei der GEMA sind, werden die ihren Provider wechseln können? Das geht. Es geht in Teilen sogar schneller, als wir früher gedacht haben, denn also eine Kündigung bei der GEMA ist relativ langwierig, wenn sie einen nicht früher gehen lassen. Das kann dann bis zu 3 Jahre dauern, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man kündigt. Wir würden jetzt im Augenblick noch niemandem empfehlen zu kündigen, weil bei uns halt noch nichts fertig ist. Ne? Also wir müssen das erst aufbauen und erst dann können wir guten Gewissens sagen, so jetzt wäre der Zeitpunkt zu wechseln. Was aber zu dem Zeitpunkt dann sehr viel schneller geht, ist, man kann innerhalb der GEMA bestimmte Verwertungssparten komplett ausschließen. Also es gibt große Bands wie zum Beispiel Rammstein, die haben den kompletten Live-Bereich aus der GEMA rausgenommen und regeln das halt dann mit den Veranstaltern direkt über die Gage. Und diese Sparte könnte man dann auch bei einer anderen Verwertungsgesellschaft unterbringen. Also wenn wir halt gut ranklotzen und was Vernünftiges für die Online-Verwertung hinkriegen, dann könnten GEMA-Musiker zum Beispiel die Online-Sparte bei der GEMA rausnehmen und dann bei uns unterbringen. Das würde gehen. So, die letzte Frage noch bitte. Ja, bezüglich der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die wirtschaftliche Relevanz, kann die von der GEMA angezweifelt werden? Also es gibt im gewerkschaftlichen Umfeld gibt es die Tariffähigkeit, was ja ein ähnlicher Begriff ist, und große Gewerkschaften klagen dann gegen kleine Gewerkschaften, um ihnen die Tariffähigkeit abzusprechen. Kann uns sowas bei der GEMA auch passieren? Da möchte sicherlich unser Jurist noch etwas zu sagen. Ich bin ganz unruhig. Scharrt schon mit den Hufen. Also glücklicherweise gibt es keine Tariffähigkeit bei den Verwertungsgesellschaften. Die Verwertungsgesellschaft muss nur nachweisen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt, und das ist ja auch eine sinnvolle Vorschrift, dass sie wirtschaftlich überleben kann, damit garantiert ist, dass die Urheber auch tatsächlich die Gelder kriegen, die die Verwertungsgesellschaft einnimmt. Man muss also einen Businessplan vorlegen, aus dem hervorgeht, zu welchen Kosten man die Einnahmen verwalten kann und dass man in der Lage ist, die Einnahmen weiterzuleiten. Das ist die einzige Voraussetzung. Gut, dann bitte beim Rausgehen alle Flaschen und so weiter mitnehmen und allen Müll und einen riesigen Applaus bitte für Bruder und Mike.